Die wollen der Chantelle ja so schöne lila Haare abschneiden, das geht ja mal gar nicht. Und wir haben Hausarrest. Ja, super. Diese verfluchte Risky Boots. Sie, seit sie meine Magie gestohlen hat, ist alles noch schlimmer geworden. Ich brauche jetzt ein heißes Bad, um meinen Kopf wieder frei zu bekommen. Ach, super. Ach, lalalala. Schau im Bad, Moment mal, ich habe gar keine Badewanne. Nein! Ey, was ist das denn? Sag bloß... Risky. Risky Boots. Willst du mit baden oder was? Na, sieh mal einer an, wenn das kein Anblick ist. Risky Boots. Höchstpersönlich. Du genießt meine Badewannenfalle, wie ich sehe. Ja, sobald ich hier rauskomme, bist du in großen Schwierigkeiten. Bitte. Ich krieg schon Gänsehaut. Ich mach es kurz. Sag mir, wo meine Männer sind und ich lass dich am Leben. Hä? Wovon sprichst du? Werd nicht frech. Meine Männer und meine Waffen sind verschwunden. Wer außer dir würde sie stehlen? Ich? Du bist der einzige Dieb hier. Wirklich? Dann kannst du mir vielleicht erklären, warum dein Onkel meine Besatzung in seinem Labor gefangen hält. Mach dich nicht lächerlich. Gut, ich werde beweisen, dass du nichts Gutes im Schilde führst. What the fuck? Das ist mein verschwundener Mann. Genau dort in der Werkstatt von meinem lieben Onkel. Wie kannst du dich jetzt erklären? Ich wusste das nicht, aber ich bin sicher, dass es dafür eine logische Erklärung gibt. Boah, ich muss echt mir versuchen, diese Stimmen anzueignen. Ich kenne die Erklärung. Du wolltest Rache für den Zwischenanfall mit der Genie-Lampe haben. Schau dir nur meinen armen, hilflosen Tinkerbell an. Er ist vollkommen verängstigt. Sieht normal für mich aus. Das ist deine letzte Chance. Sag mir, wo sie sind. Ich will meine Männer. Ich will meine Waffen. Und ich will sie jetzt. Oh. Hm? Was sind das denn für Geräusche? Ich glaube, da passiert irgendwas, was nicht ganz so geil ist. Ach du Scheiße. Ein Kegelbett. Ein was? Nein, das kann nicht sein. Was ist denn mit ihm passiert? Das erkläre ich dir später. Vorsicht. Ja, dann lass mich da erstmal raus, Mädchen. Und gib mir was zum Anziehen. Ich bin unbewaffnet. Mach diese Kreatur schnell fertig. Lass mich zuerst etwas anziehen. Und aus... Jawohl. Aua. Aua. Ja, ich... Aua. Aua. Wir brauchen unsere... Nein. Aua, du Linda. Jetzt gibt's aber auf die Schnauze. Ha, Schlucki, Schlucki. Aua, ah, du elender Lübbel. Bam. Mit dem Haaren auf den Arsch. Zack, 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 zack. Das ist meine Foltermethode. Haare lang wachsen lassen, eine Peitsche draus flechten und dann piu, piu. Hier, erledige dich. Hier, erledige damit diesen Mist. Du hast die magische Lampe erhalten. Oh, super. Halt den Lampenknopf, was? Ah ja, das Y, genau. Halt den Lampenknopf gedrückt, dann tanzt sie. Du hast die dunkle Magie erhalten. Super. Habin, könntest du jetzt bitte erklären, worum es hier geht? Keine Zeit. Was ist mit der Lampe? Willst du dir denn überhaupt nicht versuchen, sie zurückzubekommen? Behalte sie, ich habe wichtigere Dinge zu erledigen. Und du auch, wenn der Pirate Master nach Squinland zurückkehrt. Wer ist denn jetzt schon wieder der Pirate Master? Das ist der, also, wir wissen es ja, das ist der Böse, aber... Was meinst du? Wer ist der Pirate Master? So, wir können jetzt mit den Leuten sprechen. Haben Sie alle möglichen Einzelteile in Ihrem Inventar? Wählen Sie für eine Beschreibung. Dann nutzen Sie es, wie Sie wollen. Juhu, super. Okay, wir können jetzt hier überall reingehen. Achso, das ist jetzt nur die Werkstatt vom Onkel. Hier ist sozusagen so eine kleine Oberwelt. Und hier können wir uns auch so ein bisschen... mit den Leuten sprechen, sei vorsichtig da draußen. Die Felder sind voller Monster. Es ist meine Aufgabe, sie zu erledigen. Ich bin schlecht darin. Super. Hast du mal einen Blick in das Inventar der Schlüsselobjekte und der Karte geworfen? Sie können die Pfeiltasten verwenden, um zwischen ihnen zu wechseln. Oh, super. Ich hasse langweiligen Kram. Deswegen überspringe ich Gespräche immer, indem ich auf Pause drücke. Ich bin ein unhöflicher Kerl. Ja, das können wir natürlich auch machen, aber es ist eigentlich relativ für so ein Let's Play oder so. Wenn man jetzt einen Run macht, ist kein Problem, aber die Frau da drüben sieht aus wie der ruchlose Pirat Risky Boots. Aber ohne den Hut.
und ich wackel mit meinen Hüften. Oh, sie könnte irgendjemand sein. Und das ist die Olle auch. Also, was willst du? Du bist von der Angel, also verschwinde. Dieser Pirate Master Typ, er klingt ziemlich gefährlich. Gefährlich? Er war die größte Gefahr, die Squinland jemals kannte. Aber als er das letzte Mal auftauchte, brauchte es die Kraft aller Genies, um ihn zu besiegen. Aber warte, du sprichst von echten Genies? Sie haben ihn gefangen? Er ist tot, aber lass dich davon nicht täuschen. Mit dem Verschwinden der Genies, der Djinns, wird der Pirate Master alles versuchen, um seine dunkle Magie zurückzugewinnen. Dunkle Magie? Damit wurde also mein Seemann verwandelt. Wenn der Pirate Master nicht aufgehalten wird, ist Sequinland Geschichte. Schließlich hat er kein Recht, all das zu zerstören, das ich mit so großen Mühen erst erobert habe. Oh, vielleicht kann ich helfen. Ha, ein Kümmerling wie du hat keine Chance gegen einen Feind wie den Pirate Master. Ich kann mich selbst darum kümmern. Wie? Du konntest nicht mal einen einzelnen Cracklebat alleine besiegen. Stimmt, aber wenn ich die dunkle Magie und ihre Quelle zerstöre, werde ich nicht kämpfen müssen. Indem man die Kraftquelle ausschaltet, die ihn nährt, sollte er für immer in seinem verdienten Grab bleiben. Mir fehlt nur eins, eine Karte der verbotenen Insel. Das ist einfach. Versuch es mal in der Bibliothek im Sequinland Palast. Ich kann nicht in den Palast, sie legen mich in Ketten. Es sei denn... Hey, schau mich nicht so an. Die Typen wollen mir meine Monsterpeitsche abschneiden. Dann bin ich wohl auf mich alleine gestellt. Aber ich überlege es mir vielleicht nochmal, wenn du mir diese Karte besorgst. Es ist deine Entscheidung. Wir müssen ja sowieso dahin. Das bedeutet, das passt schon. Wir gucken uns alles nochmal an. Dies ist das Badehaus. Manchmal trinke ich das Wasser. Ich hab mal vor, die Leute strullen da alle rein, ey. Oh, das Wasser heilt uns. Super, was hast du denn hier? Tauche in die Kräuterquelle ein. Sie wird deine Energie wiederherstellen. Gut, die hat uns sonst nichts zu sagen. Manchmal gibt es so kleine Tipps, wo wir als nächstes hin müssen. Aber das passt schon. Dieser Raum, der ist mit gigantischen Vogeleiern gefüllt. Aber schau selbst. Drücke einfach hoch, um die Tür zu benutzen. Ja, das kriegen wir hin. Ich glaube, hier wohnt die Dingsbums. Shantae, ich dachte, du wärst ein- und weggesperrt. Ich bin auf dem Weg in eine Palastbibliothek, um etwas zum Lesen zu besorgen. Du weißt schon, zum Zeitvertreib. Kann ich mir dein Bibliothekausweis leihen? Du und ein Buch, das muss ich sehen. Oh, super. Alles klar, ich habe den Namen vergessen. Aber bitte ruiniere mir diesen Ausweis, nicht wie den davor. Ich knabbere, wenn ich... No, ich knabbere, wenn ich nervös bin. Hast du gehört, der Bürgermeister hat unsere Stadt an den Ammo Baron verkauft. Eieiei, was ein blöder Lümmel. Hier, hinter mir ist der Laden. Willst du nicht einen Autotrank kaufen, bevor du gehst? Wenn du den kaufst, musst du nämlich nicht sterben, auch wenn du stirbst. What? Stimmt, Eddie, ist so schon ein bisschen gruselig. Scuttletown Tintenschmied, zu deinen Diensten. Ich nehme niedliche kleine Tintenherzen und... Schmelze sie ein. Damit du mehr Energie bekommst. Bereit? Ja, großartig. Tut mir leid, Süße. Aber du brauchst 4 Tintenherz um ein Herz. Ja, wir brauchen 4 von diesen Dingern. Du hast einen Tintenherzfisch erhalten. Herztintenfisch gefunden. Und dann haut die da mit dem Hammer drauf und dann kriegen wir ein Herz. Schon ein bisschen brutal, aber finde ich eine lustige Idee. Was haben wir denn hier? Willkommen in meinem Laden. Was wir zu kaufen? Magietränke, wie die Herstellung von Leben. Kaufen in Maßen für schlechte Zeiten. Ja genau, wir können jetzt hier entweder 3 Tränke herkaufen für einen 10er oder Dingsbums. Aber das brauchen wir eigentlich in der Regel alles nicht. Teleportier dich zum Schiff. Ja, Blasenschild ist eigentlich ganz nett. Aber so viel brauchen wir nicht. Hier Shampoo und so ein Kram ist eigentlich ganz nett. Hier Rückstoß lernen und so weiter und so fort. Aber... Wir sind für das, was angeht. Also hier Shampoo und hier so Spliss, Filz, Dingsbums. Erhöhen halt unseren Schaden und unsere Geschwindigkeit für unsere Monsterpeitsche. Wenn du in Eile bist, jetzt mal eine Piratenfackel. Freibeuter nutzen sie, um schnell zu ihrem Schiff zurückzukehren. Alles klar, und das ist der Speicheropper. Möchtest du speichern? Speichern, bitte das Gerät nicht ausschalten. Speichern abgeschlossen. Yay! Super duper. So, was hast du denn noch zu erzählen? Hast du gehört? Okay, mit der Ollen haben wir schon geschwätzt.
Zeig mir bitte deinen Bibliothekausweis. Menschenskind, man sagt ja, im TV sieht man 5 Kilo schwerer aus. Aber in deinem Fall siehst du blond und einfach mal komplett anders aus. Unglaublich. Folge dem Pfad zum Sequin-Landpalast und der Bibliothek zu gelangen. Viel Glück, um in die Bibliothek zu gelangen. So, jetzt müssen wir hier die Vogelscheuchen erstmal wegbömmeln. So, jetzt gibt es erstmal dick auf die Schnauze. Wir waren ja mit Baden fertig, was das angeht. Kommt her, ich schlag euch ganz so breit. La 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 la, im Ducken und im Springen, da kann ich euch ein Kinnhaken verpassen. Yeah! So. So, die fressen zwei Peitschenhiebe aktuell noch. Boah, ey, was ist das denn für Kürbisse, Mann? Ah, oh, ein Tintenfischherz, super. Herztintenfisch, Entschuldigung, das werde ich immer wieder verkacken. Nein! Och, das war gemein. Das war richtig gemein. Lass mir wenigstens ein bisschen Kohle fallen, dann muss ich das nicht umsonst, muss ich hier nicht umsonst, ja, dann laufe ich nicht komplett den ganzen Scheiß nach dem. Aua! Das ist mies. So, ich muss mir auf jeden Fall die Erweiterung holen. So, schluck das und du schluckst das. Also Hauptsache ein bisschen Kohle erstmal, dass wir mal ein bisschen... mal ein bisschen was hinkriegen hier. So, oh ja, da ist ein Pickenball. Super. Aua. Ja, da hätte ich ja eigentlich drauf kommen sollen. Also nicht nur die Detonation macht uns Aua, sondern auch Dingsbums. Das Feuer drumherum. Habe ich natürlich nur gemacht, um es euch hier zu zeigen. Wir müssen ja keine Blöße geben. Oh, oh, was ist das denn? Was geht denn hier ab? Kotz auf Malotze oder was jetzt? Aber hier. So. Nein! Bleib mir bloß weg mit deinem Stinkeatem, ey. So, gibt es hier in der Mitte irgendwas? Nö, gibt's nicht. Okay. Wie man sieht, hier oben, wir kommen hier später überall noch hin. Mal gucken, ob ich das machen werde. Ja, ich möchte speichern. Ist safe. Und dann wollen wir mal schauen. Speichern abgeschlossen. Lauf, Chanté, lauf, Mädchen, lauf. Wirrwarrwald. Ach du Scheiße, was ist das denn? Bongo. Boah. Der frisst aber. So, ekelhafte Spinnen erstmal weghauen. Aua! Oh, die schießen ja! Ihr Cheater! Das sind solche Smurfs! Yo! Boah, das ist so gemein, ey. Das ist so gemein. Ey, da... Und natürlich kommen die wieder... Ach ja, das ist wieder so ein Spiel, wo die Monster wiederkommen. Ist auf der einen Seite ganz cool, kann aber auch nervig sein. Und ich bin schon wieder runtergefallen. Oh, ich bin echt schlecht, was das angeht. Aber wenigstens kriege ich hier ein Herz. Aber auch nur ein Herz. Ah, da muss ich echt aufpassen, dass ich verkacke, ey. Aua. Oh, sorry, Mädchen, das tut mir leid. Ich will nicht, dass du auf die Schnauze kriegst. Aber es lässt sich nicht immer vermeiden. Boah. Elender Mümmelmann. So, wenigstens kriegen wir ein paar Rubies. So, wir müssen hier sowieso runter, von daher. Da oben kommen wir später hin. Wenn wir ein bisschen rumrennen können und so einen Scheiß. Aua! Alter Schwede, wenn ich nicht bald ein Herz empfinde, dann bin ich am Arsch. Boah, das frisst. Das erfordert zu viel Skill. So, wir kriegen ja noch ein paar...